Ganz herzlich willkommen bei Cookinesi. Heute widmen wir uns ganz am Tag der Verliebten. Und zwar am Valentinstag. Und dafür machen wir die herzigen Valentine's Cupcakes in Mini-Format. Das ist ganz einfach. Auch die Deko, ich zeige euch nachher, wie das Ganze geht. Hier unten haben wir einen Schokomuffin, hier oben ein wunderbares Vanille-Topping. Und ich würde sagen, wir legen jetzt gerade los. Übrigens, falls ihr die genauen Mengenangaben und das Rezept geschrieben wollt, dann findet ihr alle Infos hier unten. Als erstes tue ich den Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen und dann 80 Gramm dunkle Schokolade im Wasserbad schmelzen. Gleichzeitig 80 Gramm weiche Butter schlagen, bis man Spitzli sieht. Und dann werden 4 Eier getrennt. Das Eigelb, 35 Gramm Zucker und eine Prise Salz soll ich gut schlagen, bis die Masse hell ist und sich der Zucker aufgelöst hat. Und dann kommt die geschmutzige Schokolade dazu. Achtung, die sollte nicht mehr ganz heiß sein. Das Eiweiß habe ich ganz steif geschlagen. Das geht am besten mit einer Prise Salz dazu. Meine Mama hat immer gesagt, das Eiweiß sollte so steif sein, dass man es über dem Kopf dann umdrehen kann. Und ja, das habe ich Gott sei Dank geschafft. Das geschlagene Eiweiß kommt jetzt mit 5 Esslöffeln gemahlenen Mandeln auf die Masse drauf. Das Mehl und das Backpulver tue ich kurz vermischen und ebenfalls zur Masse geben. Und jetzt sollen wir das Ganze vorsichtig drunter ziehen. Jetzt kommen je nach Geschmack noch 40 bis 80 Gramm Schokoperlen unter die Masse. Bei mir sind es immer möglichst viele Schokoperlen, denn ich habe es gerne so richtig schockig. Die Förmchen werden mit 3 Viertel Teig gefüllt. Man kann entweder schon so fixfertige Karton- und Papierförmchen nehmen oder manchmal arbeite ich auch mit so einem Mini-Cupcake-Blech. Und jetzt heißt es für 10 Minuten ab in den Ofen. Am besten machen wir kurz einen Stäbli-Test. Stäbli reinstecken, wenn nicht mehr dran bleibt, kleben nach 10 Minuten. Dann sind sie perfekt und sonst noch 1-2 Minuten weitermachen. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, zum Frosting. Und hier tun wir zuerst 200 Gramm Butter, die Zimmertemperatur hat, richtig schön cremig schon. Das geht sicher so 2 Minuten. Und dann kommen wir 200 Gramm Puderzucker portionenweise dazu und werden dann immer weiter schlagen. Danach noch 150 ml Rahm beigeben. Und weiter schlagen, bis die Masse schön geschmeidig ist. Aber Achtung, nicht zu lang, weil wenn der Rahm zu lang geschlagen wird, dann kann er auch bröckeln. Zum Schluss kommen noch ein bisschen Salz und 2 Teelöffel Vanillaroma dazu und fertig ist der Spass. Sobald Cupcakes komplett ausgekühlt sind, kann man das Topping drauf spritzen. Meine Lieblingsdeko von allen ist die mit diesen Trötli. Für diese coolen Trötli-Cupcakes brauchen wir zuerst einmal roten Fondant. So Trötli, die habe ich aus dem Bastelladen und einen langen Schaschlikspiess. Den Draht drehe ich einfach um einen Schaschlikspiess umdrehen und dann in die Länge schneiden, die ich nicht brauche. Den roten Fondant habe ich ausgeballt, ein Herzchen daraus ausgestochen. Und hier kommen jetzt auf die Spiessli drauf. Jetzt soll ich nur noch das Topping aufspritzen auf den Cupcake. Die Rötchen rein, noch ein paar Herzchen zur Deko. Et voilà! Und das jetzt einfach noch ein paar weitere Inspirationen aus weißem und rotem Fondant. Ich finde es schön, wenn man Herzchen aus verschiedenen Farben ausstechen. Und wenn man so eine Kreisdeko drauf macht, dann muss man das Frosting natürlich nur flach drauf aufspritzen. Dann kann man es draufsetzen und fertig. Man kann natürlich auch das Topping rot einfärben. Und einfach perfekt sieht das Ganze aus, wenn man noch so eine Mini-Cupcake-Schachtel zur Hand hat, die dann mit rein tut. Noch ein bisschen verzieren und voller Liebe schenken. So, das war es schon, meine Lieben. Ich glaube wirklich, das Rezept kann jetzt jeder noch machen. Das heisst, macht euch lieber eine Freude, beschenkt euch ganz viel Liebe und ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag. Bis zum nächsten Mal. Merci fürs Zuschauen. Und genau, wenn ihr die Mengenangabe und das Rezept noch einmal sehen wollt, findet ihr alles hier unten.